Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal Sahnegeschnetzeltes Schweizer Art von gut und günstig probieren. Ja, ich habe das Ganze, wie ihr ja wisst, gut und günstig, Edeka. Ja, logischerweise von Edeka auch gekauft. Und ja, hier ist die Zutatenliste. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Und hier ist die Nährwerttabelle. So, das Ganze ist schweinegeschnetzelt in feiner Pilzrahmsoße, tiefgefroren, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe und ohne Aromen im praktischen Kochbeutel. Ja. Ohne Geschmacksverstärker. Das ist wieder so ein Ding. Da muss ich mal gucken. Ja. Gut, kann ich jetzt nichts auffüllen, wie es auf die Schnelle sehen. So, das Ganze geht natürlich in zwei Fertigungssachen. Einmal kann man das im siedenden Wasser bei 25 Minuten in dem Kochbeutel machen. Oder man macht es in einem mikrowellengeeigneten Geschirr bei 800 Watt 10 Minuten. Ich werde das Ganze wahrscheinlich ja, in dem siedenden Pott machen, 25 Minuten. Und dann werden wir uns dann nach 25 Minuten hier wiedersehen und dann werden wir das Ganze mal testen. Also bis gleich. So, 25 Minuten im Wasserbad und dann kommt sowas bei raus. Also vom Geruch her ist es schon mal nicht schlecht. Was mich ein bisschen verwundert, es riecht nach Wein. Da, Weißwein. Und dieser Geruch, der ist also ziemlich intensiv. Also das riecht intensiv nach diesem Wein und das hatte mich jetzt ein bisschen verstutzt. Deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich hatte da vorhin nichts gesehen. So, aber jetzt wollen wir das Ganze mal probieren und dann schauen wir mal. Ja, also man schmeckt auch logischerweise den Wein gut raus. Und was man auch gut rausschmeckt, sind diese Pilze hier. Ja, das sind so eine Art Waldpilze oder sowas. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Also die schmecken schon mal nicht schlecht. Das Fleisch, das ist auch nicht, ich sage mal jetzt, zäh oder was, wo ich erst die Vermutung zu hatte, dass es vielleicht ein bisschen zäh sein könnte, ist aber nicht. Es ist sehr weich, das Fleisch. Und ja, der Geschmack von der Soße ist einfach ja, wie eine normale Bratensoße. Halt eben mit Sahne verfeinert und dann halt eben diesem Weingeschmack. Also ganz ehrlich, für mich hat dieses Gericht also wirklich die 5 Sterne verdient. Das ist sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall, kann ich das weiterempfehlen.
wie gesagt, es ist vor allen Dingen die Soße ist auch, ich sage mal, nicht scharf, sondern es ist ja eine gut gewürzte Soße mit einem ordentlichen, ja, Schuss Weingeschmack, sage ich mal. Und diese Kombi von Bratensoße und Sahne und Wein, das ist also meines Erachtens sehr gut getroffen. Deswegen schmeckt es mir auch besonders gut, die Soße und das Fleisch. Ja, gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, gebt auch einen Daumen nach unten. Auch nicht schlimm. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Auf Facebook, auf Google+, auf Instagram, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Ja, und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.